Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Und ja, ist jetzt neues Jahr, also frohes Neues euch allen auf jeden Fall erstmal. Und ist auch jetzt ein kleines Weilchen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Aber wie ich sehe, wir haben hier noch jede Menge Baustellen. 203 Baumstämme brauchen wir noch. Und ja, bevor wir hier auch mit der Story weitermachen, hatte ich gedacht gehabt, geplant gehabt, dass wir auch mal wieder weiter hier bauen. Weil schon ein Weilchen her war. So, da. Ne, wir haben ja die Kettensäge, genau, die haben wir ja. Können wir gleich mal ein bisschen hier Bäume schlachten gehen. Ich fahre ja in diesen Fahrstuhl einfach. Da hinten haben wir auch schon so weit als fertig. Ist nur noch da oben alles. Genau, trinken wollten wir auch noch. Hier haben wir was zu trinken. Muss mich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden, weil sind auch schon wieder ein paar Wochen her. Ich hatte Weihnachtsvorbereitungen gemacht von The Forest und Elder Scrolls. Und bin auch noch dabei, momentan Bioshock aufzunehmen. Und ja. Vor allem, ich plane auch momentan hier eines dieser neueren Spiele hier von den Rick and Morty-Machern auch noch auszuspielen. Hier High on Life. Und ich weiß noch nicht, wann ich das anfangen werde aufzunehmen. Aber soll auf jeden Fall sehr lustig sein. Auf jeden Fall auch voll mein Humor. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich das endlich aufnehmen kann für euch. Und ja. Die Kassettenspieler. Ne, die Kassettenspieler haben wir jetzt nicht hier in Tasche. Vor allem, ich habe auch überlegt gehabt, viele Höhlen haben wir jetzt. Wir haben eigentlich, glaube ich, schon alle Höhlen hier erkundet, oder? Beziehungsweise bei zwei Höhlen war, glaube ich, noch so eine Tür, die wir nicht geöffnet hatten und da nicht weiter gingen. Und da müssen wir auch auf jeden Fall noch hin, noch mal rein. Das war bei einem da, wo wir den Tauchanzug, glaube ich, hier hatten. Da hatten wir ja eine Tür nicht geöffnet. Und dann die, die wir zuletzt besucht hatten. Und das will ich auf jeden Fall noch nachholen. Weil wer weiß, was wir da vergessen haben, übersehen haben. So. Den hier nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und jetzt geht die Schlachterei wieder los. Seitdem wir die Kettensäge haben, ich liebe es einfach. Steht direkt vor mir. Ne, den nehmen wir nicht. Wir nehmen lieber hier, die ein bisschen weiter inwärts sind.
Ja, da können wir auch vorsichtshalber erstmal wieder hier zu wechseln. Weil ich nicht weiß, ob der auch im normalen Modus hier, also wenn man nicht am Sägen ist, Sprit verbraucht, die Kettensäge. Dass ich den mitgenommen. Ist schon voll genug. Okay. Es geht auch deutlich, deutlich, deutlich schneller mittlerweile mit der Kettensäge. Ey, ich feiere das Ding. Nicht schade, dass wir das Ding nicht früher gefunden haben. Aber so ist ja auch in Ordnung. So, dann können wir hier noch mal einen Stock reinmachen. Ach, haben wir keinen Stöcker mehr? Ja, okay, gut. Dann haben wir halt keine. Und wir müssen auch noch uns auf Waschbärenjagd begeben. Damit wir hier die, den Wärmeanzug da fertig machen können. Und eine Sperrtasche wäre auch nicht schlecht, dass wir mehrere Sperre mitnehmen können. Muss ich gleich nochmal schauen, was ich alles jetzt noch drüben vorrätig habe. Dann nehmen wir auch mal mit. Eine voll. So, das stelle ich mal hier hin und wir könnten eigentlich auch in der nächsten Folge mal schauen, dass wir Waschbären finden. Dass wir uns irgendwo vielleicht erstmal eine kleine Jägerhütte bauen. Obwohl so eine Jägerhütte würde nur Sinn machen, wenn wir wüssten, wo die auch finden gibt's. Aber ich glaube, wir brauchen insgesamt nur einen einzigen Waschbären. Sonst kann man aus Waschbärenfell nichts machen, ne? So glaube ich zumindest. Ist hier irgendwas runtergerollt? Nö. Ne? Gut. Bambi! Nicht. Woran kommt jetzt irgendwie keiner? Und den hier noch. Ah komm, wir nehmen den doch auch noch.
Und wechseln wieder hier rauf. Ah, Steinschlosspistole. Müssen wir auch noch alle Teile finden. Bevor wir uns runter ins Arschloch der Welt begeben, wo es dann irgendwie zum letzten Dungeon geht hier, würde ich gerne vorher die Steinschlosspistole fertig machen und alle Teile finden. Okay. Den lassen wir hier mal so liegen. Ah, komm. Ich habe vielleicht zu viele Bäume gefällt, dass nicht alles reinpasst. Ich glaube, es wäre aber auch echt sinnvoll, dass wir irgendwo hier vorher unsere kleine Hütte irgendwo bauen. Dass wir hier auch auf dem Festland irgendwo sicher sind. Statt immer nur auf unserer kleinen Insel da hinten. So, zwei Baumstämme. Müssen doch irgendwo noch liegen, ne? Oder? Oder tun sie das nicht? Einen Baum brauche ich noch. Ja, dann nehmen wir uns noch einen Baum. Und die beiden da nehmen wir so schon mal mit. Ausdauer auch schon am Arsch. Wenn ich nur wüsste, wo noch mal eigentlich diese Höhle war, wo ich das Tauchgerät her hatte. Denn da war ja noch eine Tür. Da will ich ja auch noch demnächst hin. Und diese Tür mal erkunden, was dahinter ist. So. Haben wir es gleich hier voll. Heißhunger haben wir auch schon. Ja, den kann ich jetzt nicht nur reinpacken. Egal, dann schippern wir wieder rüber.
Ich freue mich, sobald das Ding da hinten fertig ist. Ist zwar jetzt schon seit 100 Folgen nur so ein Klotz, aber egal. Hier ist unser Zuhause. Verdammt ruhig, kein Ureinwohner heute da. Das ist schon komisch, finde ich. Das ist einfach nur nice. Auch mittlerweile mit der kleinen Hütte, die daneben ist, die beide Inseln hier verbindet. Und ich bin auch am Überlegen, vielleicht so eine kleine Zugangsbrücke irgendwie vom Festland zu machen oder so, dass wir nicht immer mit dem Boot schippern müssen. Obwohl, wäre auch ein bisschen kompliziert. Wenn wir das hier wieder abschneiden. Und aufladen. Aber der Wind wieder. Der Wind ist immer so krass. Der Wind ist aber auch echt laut. Gut, dass ich hier vom Headset hier die Lautstärke ein bisschen runtergedreht habe. Ansonsten würde das ordentlich in den Ohren dröhnen. Weiter noch von den ersten Aufnahmesessions. Das war ja richtig laut dann immer. Ja, wir müssen dringend was essen. Aber erstmal laden wir alles voll. Nö. Okay, die sind noch hier auf dem Boot gewesen. Boah, zum Glück. Zum Glück waren die noch auf dem Boot. Aber habt ihr gesehen, wie mein Boot auf einmal da vorne gesunken ist? Was haben wir hier alles an Feld? Reh, 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 Hexe, Hase. Ah, und Wildschwein ist hier. Jo, die Auster ist übelst am Arsch. Aber immerhin haben wir es wieder voll. So, wo hatten wir gesagt gehabt, machen wir weiter? Hier vorne. Hier vorne wollten wir weitermachen. Und nach darüber. Jo, den haben wir fertig. Mal diese Freezes gerade. Genug werden wir auf jeden Fall nicht haben. Das weiß ich. Wir dürfen noch ein paar Mal hin und her laufen, aber erste wird wohl reichen.
Weil nächste Folge werden wir so oder so uns auf die Suche nach Waschbären machen. Und so wie ich das bisher vermute, müssen wir uns für Waschbären nachts auf die Suche machen, weil Waschbären auch in der Realität eher nachtaktiv sind. Bin ich gespannt, ob wir einen finden. Denn wir brauchen ja schließlich nur einen. Sieht interessant aus da oben mit dem Holz. Vor allem hier. Genau, okay, knapp bündig an dem hier. An die Treppe. Nicht interessant gemacht. Vielleicht habe ich doch ein Talent zum Bauen hier. So, zwei Bretter, dann ist das Ding auch fertig. Wie brauchen wir für das Stückchen eigentlich? 16. Für das? 46. Oh. Da habe ich Angst vor. So, hier 20. Und hier 10. So, aber wir gehen jetzt erstmal direkt ins Bett. Ja, komm. So, jetzt genau. Ja, und schnell wieder was essen. Dieses Trockenfleischlager ist genial. Eine können wir jetzt auch schon mal ablegen. Nicht genug Steine. Dann kann ich hier wieder trinken. Und dann würde ich sagen, weil wir die oben fertig eingebaut haben, bereiten wir uns mal ein bisschen vor. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Pfeile wir haben. Vier Köcher haben wir. 42 von denen und ne, 42 Pfeile insgesamt haben wir. Hier haben wir Stöcker. Für Pfeile brauchen wir noch 5 Federn. Wir haben keine 5 Federn. Das heißt, wir brauchen was, um Federn herzustellen. Haben wir was, um Federn herzustellen? Gibt es irgendwas? So. Baumharzsammler, Kletterseil, Holzziel, Signalflagge, freistehende Seilrutsche, Baumseilrutsche, Kran, Holzbank, kleines Bett, Tisch, Stuhl, Feuerstelle, Couch, Pflanztopf, Waffenstandhalter, Vogelhäuschen. Hier können wir den nicht anbauen. Aber hier. Hier könnten wir den rein theoretisch anbauen. Die Seite behalte ich mal auf. Dann kann ich den mal oben schauen, ob wir den oben irgendwo anbringen können. Vielleicht können wir damit wirklich dann genug
Federn sammeln, damit wir endlos viele Pfeile produzieren könnten. Schauen wir mal. Wo würde so ein Vogelhäuschen am meisten Sinn machen? Wir können den ja hier anbauen. Ich glaube hier. Vogelhäuschen machen wir hier. Eins. So, dann machen wir hier noch eins. So. Und noch ein drittes. Machen wir hier noch ein bisschen runter. So. Wir machen drei Vogelhäuschen. Haben das falsch angebaut. Super. So, fehlen nur noch 8 Stöcker. Ich glaube, wir haben unten genug. Nee. Keine Stöcker. Ja, das ist schade. Das heißt, wir müssen drüben Stöcker suchen. Wenn wir hier schon mal eine Wand drumherum planen. Nee, das ist die falsche Wand. Hier, eigene Wand. Ja. Passend. Das nach innen. Sieht nach innen aus. Sieht auch nach innen aus. Okay, interessantes kleines Stück. So, dann machen wir das hier nicht. Ah, okay, ich kann von hier auch schon das da bauen. Ah, diese Ruckler gerade. Weiß nicht, was mit The Forest gerade los ist. Dass hier häufiger jetzt Ruckler kommen. Die Baumstämme haben wir noch da. Aber wird bei weitem nicht reichen. So. Ja, komm. Oh, der Wind. So, wieder voll. Kannst es wieder ab nach oben gehen.
haben wir schon Federn? Nö. Kommen die Vögel überhaupt hier hin? Hallo? Hallo? Hier nur noch einer. So. Dann ist der auch schon mal fertig. Das heißt, mit dem großen hier will ich lieber später machen. Gehen wir dahin weiter. Der braucht da nur 10. Welche braucht nur 10? Und dann mache ich halt lieber dann diese 10 erstmal, der schon mal weg ist, und dann den. Also erstmal nur die kleineren. Von hier auch dran? Ja, ich komme von hier auch dran. Nice. Sag ich mal, jetzt aufgefüllt. Okay. So, dann noch einmal runter. Die letzten 7 holen. Und dann machen wir uns fertig für die Waschbärenjagd. Weil ich will unbedingt diesen Wärmeanzug haben. Ich will die Schneegebiete auch ein bisschen erforschen. Und wer weiß, vielleicht finden wir da noch Höhlen oder so. Aber in einem normalen Gebiet, wo wir ganz normal hin können, haben wir, glaube ich, alle schon erkundet. Und dafür brauchen wir ja den Waschbärenfell, damit wir im Schneegebiet mal alles erkunden können. Und wer weiß, was wir da noch alles finden. Ja, ich habe im Grunde auch keinen Plan, wie groß das Schneegebiet ist. Wir na richtig sehen kann man das von hier aus nicht. Aber ich vermute, man kann auch auf den Berg hoch, also ich hoffe, man kann auf den Berg hoch. Und dann könnte man da rein theoretisch auch so eine Schneefestung bauen. Würde ich auch mega abfeiern. Was ist denn? Was soll denn das? Hallo? Hm? Achso. Und dann noch den letzten Baumstamm. Da. Können wir hier schon mal auch die eigene Wand rüberhauen. So. Okay, das ist falsche Seite. Hier Fenster, da Fenster. Dann hier auch noch mal. Ja. Dann hier Fenster, hier Fenster. Hier fehlt auch noch ein Fenster. Nochmal alles nachkontrollieren. Muss ja alles passen. Hier hat er überall Fenster.
Ja. Hier ist Fenster, hier ist ein Fenster. Dann würde ich sagen, hier machen wir eins. Aber hier lassen wir das mit Fenstern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.